Seit Äonen trachten dunkle Mächte nach der Eroberung der Welt. Vor 100 Jahren starben die letzten beiden Protagonisten dieser unheilvollen Entwicklung. Doch nun kehren sie zurück und setzen ihr zerstörerisches Werk fort, mitten in London. Sie kämpfen nicht nur gegen die Menschheit, sondern auch gegeneinander. In Dracula versus Frankenstein, Duell der Giganten. Zu viel? Es haben deine Fans dein Höschen nass, ne? Ihr Höschen, nicht das dein. Will ich doch mal hoffen. Ich habe mir ja alle Mühe gegeben. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einer Hörspielkritik mit Becky. Und die Michi. Und ihr habt's gehört, wir haben hier die neue Grusel-Comedy-Serie von Folgenreich. Ja, wohl dem, der vorbereitet ist. Ich wollte gerade sagen, mal wieder, einmal mit Zombies arbeiten, hätte ich fast gesagt. Einmal mit Profis arbeiten. Von Universal Music im Label Folgenreich erschienen. Die Reihe Dracula versus Frankenstein umfasst aktuell 4 Folgen. Die sind alle im letzten Jahr schon einzeln auf CD rausgekommen. Und seit dem 15. März 2024 gibt es diese formschöne Collectors Edition, nenne ich sie mal, im Digipack. Hier alle 4 Folgen sind hier drin. In diesem wunderschönen Digipack, das natürlich den Nachteil hat, wenn man es knickt, ja, dann hat man hier, so kam das hier schon an, weil der Postbote hat gedacht, oh, was mag das wohl sein? Was ist das hier? Der hat ja auch oft gerne, ja, wenn Comics kommen, oh, knicken wir mal zusammen, ist ein Dokumentenumschlag, scheißegal, und prügeln das in den Briefkasten rein. So, und hier hat sich halt das schon so ein bisschen verformt. Aber ich muss dazu sagen, ich habe kein einziges Digipack, wo das nicht so ist. Leider, leider. Also ist vielleicht nicht die beste Verpackungsvariante, aber egal. So, wir haben uns die Serie angehört. Also das heißt, du nur zwei Folgen. Ich habe sie mir ganz angehört. Ja, ich habe mich da durchgebissen. Durch die 305 Minuten Spieldauer. Er war ziemlich viel mit dem Auto unterwegs. Ich war, in der letzten Zeit. Ja, die letzte Folge habe ich sogar hier am Computer gehört. Ah, okay. Habe ich ein bisschen Karten beigespielt. Geht auch, ne? Dann ist man nicht zu abgelenkt. So, worum geht es? Ja, wir haben es ja schon. Ich habe es ja eben schon vorgelesen. Ich lese trotzdem nochmal weiter. Folge für Folge löst die mutige und übermotivierte Polizistin Melissa Missy Smart mit Hilfe ihres neuen Untermieters kuriose Fälle und gräbt dabei ein dunkles Geheimnis aus, das 100 Jahre lang in der modrigen Erde vor sich hingammelte und nun zu neuem Leben erwacht. Mhm. Ich finde das bezaubernd. Erstens, ja, ist schön beschrieben, ne? Definitiv. Also erstens ist die Polizistin total süß. Ja, das stimmt. Und es ist total drollig, in was für Fälle sie da hineingezogen wird und wie tapsig sie da irgendwo missbaut und es dann nachher doch irgendwie wieder auf die Reihe bekommt. Mhm. Mitunter durch besagten Untermieter taucht der in der ersten Folge schon auf? Echt? Ja. Okay. Mhm. Wobei, wenn ihr jetzt, ich gehe mal einfach weiter zurück, ihr hört Dracula versus Frankenstein. So, da werden Erinnerungen wach. Ja. An Abbott und Costello. Oder Dracula trifft Frankenstein. Ja, hier Draculas Sohn im Monsterlabor und wie das alles hieß. Die Gruselreihe von H.G. Francis, die es damals gab. Ja. Und es gibt auch viele Filme, die diesen Titel Dracula versus Frankenstein haben. Und jetzt halt diese neue Serie. Das ist tatsächlich eine neue Serie. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zunächst einmal das, was der Hörspielskript und Ideengeber Christian Geilus steht hier, Christian Geilus. Ich verzichte ab sofort auf Namen, die ich nicht kenne, die auszusprechen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Falls nicht, bitte nicht böse sein. Die sämtlichen Credits stehen unten auch in der Infobox. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Da findet ihr übrigens auch den Link zu Folgenreich, wo ihr das Hörspiel sofort bestellen könnt. Habe ich übrigens nichts von. Ist also kein Pachterlink oder sowas, sondern einfach nur, damit ihr nicht lange suchen müsst, unten auf den Link und schon seid ihr da. So nett ist er. So nett bin ich. So, genau. Und wer keine CD haben will, das Ganze gibt es natürlich auch digital. So. Ja, Dracula versus Frankenstein. Da ist jetzt die Frage, was genau hat das mit Dracula und Frankenstein zu tun?
Ich zeig mal, ja, damit ihr auch seht, was ihr da kriegt. Ja, es sind vier CDs mit vier in sich geschlossenen Geschichten, die einen ganz leicht blass-rosa Faden haben, die die Geschichten miteinander verbinden. Okay. So, Dracula und Frankenstein. Dracula kommt ein bisschen, also wie gesagt, ich habe erst zwei Folgen gehört. Das bleibt auch so. Also Dracula... Also Dracula ist präsenter, obwohl er doch sehr dezent ist, als Frankenstein, ja? Richtig. Und beide spielen eigentlich für die Handlung keine große Rolle. Es ist mehr, also wir haben diese junge Polizistin, die wird zu einem mysteriösen Mord oder Todesfall an einem Filmset gerufen. Mhm. Da dreht man gerade einen Frankenstein-Film. Und hier fand ich die Inszenierung, das ist jetzt übrigens Folge Nummer 1, die trägt den Titel Das Grauen beginnt. Aha. Beziehungsweise, nee, irgendwas mit Oktopus war da. Ne? Also es fängt geil an. Es fängt wirklich geil an, weil da haben wir am Anfang, wird das gesagt, und die Geschichte hat alles, was sie braucht. Sex, Blut und Knoblauch. Ja. Ja, und wir kriegen da quasi die Dreharbeiten zu einem neuen Frankenstein-Film mit, wo auch der gute Frank Glaubrecht, also John Sinclair, als Schauspieler, wie hieß er in dem Film? Der hatte auch so einen coolen Namen, ne? Das war Ronald Sutherland. Ronald Sutherland, ein abgehalfterter Hollywood-Star, der hier quasi in der Rolle des Frankenstein versucht, wieder Boden zu fassen. Und da kommt es dann halt zu einem Mord. Und Dracula agiert so ein bisschen, ich muss sagen, ich habe die Serie Lucifer nie gesehen, aber genau so stelle ich mir das vor, wie nach dem, was ich von Lucifer gelesen habe. Dracula greift Missy unter die Arme und hilft ihr quasi dabei, die Fälle zu lösen. Aber wirklich nur ganz dezent. Er greift auch schon mal ein. Und Frankenstein selber, in der ersten Folge kommt der erst ganz am Schluss. Mhm. Und man hat hier auch nicht wirklich, also die beiden sind zwar Erzfeinde, das wird über, also Frankenstein, nicht Frankensteins Monster, wohlgemerkt, Frankenstein, also der Wissenschaftler. Die mögen sich nicht, und zwar aufgrund einer alten Fehde. Und das wird in den Hörspielen auch immer nur kurz angedeutet, aber es kommt nie zu einer richtigen Konfrontation. Das hat mir gefehlt. Ja, also grundsätzlich, jede dieser Geschichten erzählt eine Kriminalgeschichte, in der Dracula der Polizistin hilft und Frankenstein irgendwo im Hintergrund agiert. Im letzten zieht Frankenstein doch die Fäden, hat also wirklich auch was mit der Handlung zu tun. Das ist dann der Club der Roten Richter. Aber so richtig zu einer Konfrontation kommt es da nicht. Kein Endfight? Nein, hier noch nicht. Also es geht ja noch weiter. Ne? Also das sind jetzt erstmal die ersten vier Folgen. Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wann und ob es da weitergeht, habe ich keine Information. Aber wir besprechen jetzt ja auch erstmal hier diese Veröffentlichung. Die Geschichten selber fand ich persönlich nicht wirklich gut. Ich fand sie sehr angenehm erzählt. Ja. Vor allen Dingen auch witzig G und B geschrieben und auch gespielt. Aber halt eben nicht so übertrieben slapstick-mäßig. Es sind keine peinlichen Gags dabei, würde ich mal so sagen. Ja, weil das ist es nämlich. Diese Hörspielserie von Steel, Music und Hörspiele, die ist nämlich, das ist keine Gruselreihe, es ist auch keine Krimi-Reihe, es ist eine Grusel-Krimi-Comedy-Reihe. Ja. Und das ist jetzt eben der Knackpunkt. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Horror-Komödien, aber man muss da auch irgendwie die Waage halten. Und da bin ich der Meinung, das schafft diese Hörspielreihe nur bedingt. In welche Richtung? Entweder ich produziere eine Hörspielreihe, die gruselig ist, oder ich produziere eine Krimi-Hörspielreihe zum Mitraten. Da kann man dann auch Gruselelemente reinmachen. Oder man macht das Ganze sarkastisch als Parodie und baut dann Comedy mit ein. Aber die Comedy-Elemente hier, die wirken mir zu willkürlich in die Handlung reingeschmissen, wie zum Beispiel die Namen. Ja, oder wo die erste Leiche gefunden wird und der Finder, der oder beziehungsweise der Pathologe hat sofort eine Erklärung für alles. Ah ja. Ja, und das wirkte, es war in dem Moment, war es witzig,
Aber die restliche Handlung ist nicht so witzig, dass man hier direkt ein Comedy-Hörspiel erwartet. Okay, also für die Bezeichnung Comedy ist hier einfach zu wenig Comedy drin. Ja, und für ein Krimi-Horror-Hörspiel ist mir zu viel Comedy drin. Also das ist mir zu unausgegoren. Okay. Man hat hier in keine Richtung, also die Waagschale geht in keine Richtung. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Oh, okay, da muss ich, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also wenn du sagst, es ist mir zu wenig Comedy drin, ich so, ja, da würde ich dir beipflichten, weil es ist wirklich ziemlich homöopathisch gestreut, der Witz und sowas, aber das hat mich per se nicht gestört. Da gibt's Schlimmeres. Ja. Also jetzt so eine Dauertorpedierung à la Rainer Brandt brauche ich auch nicht, weil ansonsten halt eben das Grusel oder der Grusel und das Krimi-mäßige doch echt abhanden kommen kann. Okay, aber wenn wir schon bei Folgenreich bei Universal sind, dann werfe ich jetzt einfach mal einen Namen in den Raum und sage, es kann auch funktionieren. Und zwar bei Jack Slaughter, der Tochter des Lichts. Da haben wir es doch. Das ist Comedy, es ist ein bisschen Horror. Ja gut, Krimi bleibt auf der Strecke. Ist halt sehr albern. Aber da hat's funktioniert. Das fand ich also wesentlich besser. Also ich habe hier sowas erwartet. Ich wusste ja, dass das nicht wirklich Horror ist. So, ja, ich habe ja die Pressemitteilung gelesen. Da bin ich anderer Meinung. Jack Slaughter kategorisiere ich komplett unter Comedy. Ja. Unterstützt. Ja. Mit leichten Fantasy-Elementen. Also was komplett anderes als Dracula vs. Frankenstein. Jack Slaughter ist genial, definitiv. Aber meiner Meinung nach ein anderes Genre zuzuteilen als das da. Ja, aber genau das ist es halt. Also wenn man das hier hat, ich meine vom Cover her kommt man nicht direkt drauf, dass das Comedy ist. Aber es steht halt hinten drauf. Mhm. Ja, es steht halt wirklich drauf. Ja, aber wenn du jetzt nur nach dem Cover gehst und Dracula vs. Frankenstein, da stört dich dann so ein bisschen Humor. Der reißt dich nicht aus deiner erwarteten Krimi- oder Gruselstimmung. Also dahingehend... Ja, aber wenn hier das Ganze als Krimi-Grusel-Comedy-Serie kategorisiert wird, dann erwarte ich Comedy. Und da ist mir zu wenig drin. Ja, okay. Und die Comedy, die drin ist, ist angenehm albern. Es sind viele Wortspiele drin. Es wirkt teilweise auch ein kleines bisschen... In der ersten Folge wird der Sprecher gefeuert am Anfang. Ne? Der muss dann umsatteln. Ja, dass hier auch die vierte Wand durchbrochen wird, finde ich gut. Mhm. Also es hat wirklich Potenzial. Ja. Aber es wird nicht richtig ausgenutzt, meiner Meinung nach. Hm. So, und das müssen wir jetzt einfach mal dazu sagen, von der Handlung jetzt mal ganz abgesehen, die Geschichten an sich sind gar nicht so schlecht. Ja, auch wenn da jetzt der rote Faden fehlt und man eben auf die Konfrontation Dracula gegen Frankenstein wartet und nicht bekommt. Also Erstmal, also zumindest diese erste Box hier ist quasi aus meiner Sicht eine Aneinanderreihung von nicht gehaltenen Versprechen. Aber inszenatorisch ist das eine Glanzleistung. Aber was anderes war von dem Label hier auch gar nicht zu erwarten. Wir haben als Erzähler in den ersten drei Teilen Norbert Langer, also He-Man, beziehungsweise Tom Selleck. Yeah. Und der spricht halt auch mit dem Publikum. Yeah. Gut, da wird es am Anfang auch schon ein bisschen zu albern. Also ich sag mal so, wie es da anfängt. Kann man es nicht recht Nein, machen. Wie die erste Folge anfängt. Und da könnt ihr reinhören hier auf YouTube. Das verlinke ich euch im Anschluss an das Video. Könnt ihr euch eine Hörprobe anhören. Mhm. Da habe ich erwartet, oh super, das ist bestimmt super lustig. Und dann flacht das aber ein bisschen ab. So, Norbert Langer als Erzähler. Dann haben wir als Missy, also als Polizistin, Janine Wagner. So, Dracula wird gesprochen von Andreas Fröhlich. Großartig, den kennen wir alle. Ich habe ihn nicht erkannt. Ja, Gollum. Mhm. Na, der Gollum aus dem Herr der Ringe Film, wo er uns auch Dialogregie geführt hat. Ja. Nein, natürlich Peter Shaw. verantwortlich für Recherchen und Archiv. Oder eben auch John Cusack, wo ich ihn wahnsinnig gerne höre. Also großartiger Sprecher. Ich liebe Andreas Fröhlich. Ja. Den kann ich stundenlang zuhören. Der hat auch die Tintenherzbücher vorgelesen. Großartig. Stimmt, als Dracula spricht er eher wie John Cusack. So ein bisschen, ja. Aber er kommt halt auch zu kurz. So, dann Frankenstein ist Mario. Er spricht sehr leise. Wie gesagt, es ist mir nicht aufgefallen. Frankenstein ist Marius Claren. Großartiger Sprecher auch. Den höre ich auch unheimlich gerne. Als Frankenstein, ja, vielleicht ein bisschen zu jung, wobei, da wird ja die Seele in einen jungen Mann rein
gemacht. Also quasi, ne, also das Gehirn quasi kommt in einen jungen Körper, dann passt das schon wieder so ein bisschen. So, dann haben wir. Also ist er doch Frankensteins Monster. Nein, er ist Frankenstein. Das ist ja die Enkelin oder Urenkelin von ihm oder was, die halt das Gehirn von Frankenstein implantiert in einen jungen Körper. Ja. Er baut sich übrigens auch ein Monster, das kommt aber erst in den späteren Folgen dazu. So, dann haben wir hier noch ganz viele Gaststars, die alle unten drin stehen. Ich werde ja jetzt nicht alles vorlesen. Wirklich sehr, sehr viele. Hier sogar Urs Remond sehe ich gerade. Okay. Da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Zu dem kommen wir noch. Ja, wir gucken nämlich gerade die John Sinclair Serie. Sie wollte die nochmal sehen, weil sie hat nämlich jetzt auch mit John Sinclair angefangen und da werden wir demnächst drüber sprechen. Ist das nicht schön? So 6 Jahre nachdem ich das erste John Sinclair Video, die Dämonenhochzeit, hier hochgeladen habe, kommt jetzt auch der Rest der Serie. Ja, aber noch aber sind wir bei Dracula vs. Frankenstein. Unsere Tochter beömmelt sich immer über das Wort Versus. Es heißt aber Versus. Ja. Es heißt Versus. Ja. Aber da bricht die Wahrheit. Das war doch am Anfang so gesagt. Hier, ich sehe auch hier, Marianne Groß ist auch dabei. Mhm. Ja, also großartiger Cast. Ja. Gibt es absolut gar nichts dran auszusetzen. Bitte seht es nach, wenn wir jetzt andere Sprecher überlesen haben. Ja, oder wie gesagt, steht alles unten drin. Beziehungsweise, wenn ihr unten auf den Link klickt, dann kriegt ihr direkt die Folgenreichseite. Und da steht das alles, was ihr wissen müsst. Soweit ich mich erinnere, hat die Serie keine widerlichen Jumpscares, oder? Ja, das stimmt. Also es ist schon, also man kann es wunderbar abends auch hören. Ja. Also zum Einschlafen. Jetzt nicht, dass die Serie einen einschläfert. Man muss dazu sagen, wir hören abends ja Hörspiele zum Einschlafen. Und da gibt es Hörspiele, die sind besser geeignet und Hörspiele sind schlechter geeignet. Die John Sinclair Serie, die Edition 2000, ist überhaupt nicht geeignet, weil da permanent irgendwelche Jumpscares sind. Dann ist man wach und man ist nicht nur wach und kann wieder einschlafen, sondern nach dem Jumpscare kommt dann ja eine Gewaltszene oder irgendwas. Und dann damit will man nicht einschlafen. Ist hier nicht der Fall. Die Serie, die chillt so schön vor sich hin, aber langweilt nicht. Ja, das stimmt. Also langweilig ist das Ganze nicht. Ich habe die ganze Zeit erwartet, welche alberne Absurdität kommt als nächstes. Wirklich. Aber ja, es hat ein paar eindeutige Schwächen, ist aber inszenatorisch sehr gut gemacht, vom Cast her großartig und ich sag mal so, wer Bock hat auf eine Krimiserie mit leichten Comedy-Elementen. Horror ist ja eigentlich nicht. Ja, Horror vielleicht nur deswegen, weil Dracula und Frankenstein. Ja, wobei Dracula ist halt nicht der böse, blutrünstige Vampir, sondern er wohnt bei Missy auf dem Dachboden, ernährt sich von Ratten und es ist halt, er ist nicht böse. Nicht wirklich, also nicht so Dracula-böse. Oldschool Dracula. Er ist aber auch nicht zum Kuscheln, so wie der mit seinem Hotel. Man könnte sagen, er sieht das Licht am Ende des Tages. Der freundliche Vampir. Ja, genau. Wunderbar. So um den Dreh. Wie gesagt, seit dem 15.03. erhältlich überall, wo es Hörspiele gibt, auch digital. Ich schlage jetzt einfach mal den Querverweis nochmal. Also, wenn hinten drauf steht Horror, Krimi, Comedy, wenn ihr so etwas wie die John Sinclair Comedy erwartet, dann werdet ihr blutigst enttäuscht sein. Oder wenn ihr so etwas erwartet wie Jack Slaughter, ebenfalls, werdet ihr total enttäuscht sein. Andererseits kann ich gar nicht sagen, an was mich das erinnert, weil es ist wirklich, also sowas habe ich in der Art noch nicht gehört. Also das ist schon Interessant, reizvoll, man bleibt auch, also ich bin dran hängen geblieben soweit, wir fuhren nur jetzt danach nicht mehr lange noch mit dem Auto und ja, weil jede Folge dauert 75 Minuten, man hat also schon die CDs komplett ausgenutzt. Genau, und außerdem wird der Sprit ja auch wieder teuer. Und wenn ihr jetzt von mir die Erklärung wollt, warum hältst du denn das mehr im Auto? Ich so, weil ich sonst einschlafe oder weil ich mich ansonsten nicht darauf konzentrieren kann. Ich bin da leider drauf geeicht wie der Pavlovsche Hund mit dem Glöckchen. Nur, dass ich halt eben nicht sabbere, sondern müde werde. So. Und beim Autofahren kann ich die Augen nicht schließen, sonst muss ich kotzen. Dementsprechend bleibe ich lieber wach und fahre ich so schlecht? Nein. Nein, wir hören auch nur die Hörspiele, wenn er fährt. Wenn ich fahre, geht das nicht. Weil dann konzentriere ich mich und dann wird's gefährlich für alle. So. Während ich mich ja beim Autofahren grundsätzlich nie konzentriere und mich komplett in das Hörspiel reinversetze und irgendwann sind wir am Ziel angekommen und ich frage mich dann, wie wir da hingekommen sind. Manchmal auch über Umwege, aber
Hauptsache, man ist da. Letzten Endes haben wir immer den Weg gefunden, sonst würden wir jetzt ja nicht hier sitzen. Ja. Sondern wären irgendwo in der Walachei. So, das war's. Dracula versus Frankenstein. Ja. 4 CDs. Ich muss sagen, ja, ne, hört es euch einfach mal an. Es gibt jetzt ein paar Hörproben und eine Empfehlung mit Einschränkungen von uns, oder? Ja. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das Hörspiel weitergeht, weil Potenzial ist da und wurde bis jetzt leider noch nicht ganz ausgeschöpft. Aber ich denke, dass die vielleicht noch die Kurve kriegen könnten und dann könnte das eine richtig geile Hörspielserie werden, mit dem Cast auf jeden Fall. Und denkt dran, als die Jan Tenner neu aufgelegt haben, da gab es auch in der Serie einige Änderungen von Folge zu Folge. Ja, und da sprechen wir demnächst auch drüber, weil die Serie hat einen neuen Autor und ich habe von Simeon Chrysomalis bestätigt bekommen, demnächst kriege ich auch die neuen Folgen. Ja, dann kommt halt mit einem halben Jahr Verspätung das Review. Aber Hauptsache, wir reden drüber. Darüber aber dann demnächst mehr. Dann werden wir vielleicht noch mal ein paar Mal zum Wertstoffhof fahren müssen. Ne? Ja, irgendwas finden wir schon zum Wegschmeißen. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne unten in die Kommentare, ob ihr sowas gerne hört, ob ihr so etwas häufiger von uns sehen möchtet. Und wenn nicht, machen wir es ohne eure Einwilligung. Und, wir sind groß, wir brauchen kein Okay mehr. Und wenn ihr schon da unten seid, ihr wisst ja, wie das läuft. Einfach mal den Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, das Video teilen und so weiter und so fort. Und wir bedanken uns bei Folgenreich für die zur Verfügungstellung dieser Hörspielreihe. Bis dahin, wir wünschen euch, wie gesagt, eine gute Zeit. Bleibt gesund und bleibt geil. Eure Becky und ich. Tschüss mit Ö!